In der heutigen Folge Begattungsbeichten beschäftigen wir uns mit den anonymen Beichten der Menschen, die rund um den Hunsrück wohnen. Ein deutsches Mittelgebirge, das sowohl in der Pfalz als auch zum kleinen Teil im Saarland liegt. Ihr könnt euch an dieser Stelle hier mal einen Spaß daraus machen und raten, welche der Beichten von einem Pfälzer und welche von einem Saarländer verfasst wurden. Ja, und wann wird das Ganze aufgelöst? Zum Release von Half-Life 3. Oh. Sag doch gleich nie. Fangen wir an. Meine Beichte ist, mir ist vor einigen Wochen das Vorhautbändchen gerissen. Wollte ihn zu schnell reinmachen, hatte keine Lust auf Vorspiel, einfach Hose runter und zack, einen Schmerz im Schwach wie noch nie und alles voller Blut. Dann bin ich auf Kilo gegangen und bin umgekippt, mit dem Kopf auf die Toilettenschüssel geknallt. Wow, und ich dachte, die Geschichte meiner WoW-Kriegsnarbe wäre peinlich. Aber sehen wir mal weiter. Die hat sich zu mir gehockt und mit Toilettenpapier versucht, es irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Hat Wochen gedauert, bis es wieder alles okay war. Hatte die auch schon mal sowas? Muss ich damit eventuell zum Arzt? Junge, dir ist das Vorhautband gerissen. Natürlich gehst du damit nicht zum Arzt. Wir wollen Darwin schließlich nicht enttäuschen. Und ja, das ist absolut normal. Mir reißt das Teil auch ständig ab, aber Uhu klebt alles. Aber jetzt mal im Ernst, ja. Wenn euch irgendetwas passiert, dann geht ihr zum Arzt. Egal, ob es peinlich ist oder nicht, der Typ muss stillschweigen. Der geht nicht nach Hause und sagt seiner Frau, ey, der Kevin von gegenüber, ne, dem ist schon wieder sein Vorhautband gerissen. Geile Story. Hab Bilder gemacht. Guck mal hier. Jetzt erstmal auf Instagram posten. Geht zum Arzt und lasst euch durchchecken. Nicht, dass ihr am Ende an irgendeiner lustigen Scheiße drauf geht. Nur so als Tipp. Ich, 36, wüsste gerne, wie man den Status Freundschaft Plus erreicht. Weil das Kennenlernen an sich ist ja gut und schön für eine Beziehung, aber dann ist sie im Bett eine Schlaftablette und ich möchte mal wieder Schnappatmung, Hyperventilation und so weiter erleben. Also wenn du unbedingt wieder Schnappatmung und Hyperventilation erleben möchtest, dann geh einfach mal mit einer etwas beleibteren Dame joggen. Aber wenn du unbedingt den dauerhaften Status Freundschaft Plus erreichen möchtest, dann muss ich dich leider enttäuschen. Weil Freundschaft Plus ist meist immer nur ein vorübergehender Statuseffekt. Denn damit das Ganze wirklich funktioniert, müssen sich zwei Menschen zwar anziehend finden, aber es dürfen bei keinem der beiden Gefühle für den anderen auftreten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Dauer klappt, ist so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass zur Amtszeit Marlene Mortlers Marihuana in Deutschland legalisiert wird. Die einzige Alternative, wie das Ganze ansonsten funktionieren könnte, ist so, wie es beispielsweise bei PlayStation Plus der Fall ist. Mit Geld. Frag sie einfach, ob du für eine monatliche Extragebühr mit ihr eine Runde Koop spielen dürftest. Und wenn du darauf stehst, vielleicht auch Multiplayer. Männlich 35. Ich find's geil, wenn ich eine Frau zuerst mal 30 Minuten bis 1 Stunde einfach lecken kann, sie sich gehen lässt und mit sich machen lässt, was man will. Am liebsten mag ich, wenn ich sie nach dem Lecken an den Haaren packe und ihre Schöne einen festen Doggy bis zum Anschlag, danach sie mich am Hals packt, während sie auf mir reitet und ich meinen Saft auf ihr verteilen kann. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was genau möchtest du mit deinem Hund machen? Wo willst du den bis zum Anschlag reinschieben? Und für die Nummer mit dem Saft solltest du dich schämen, denn den trinkt man und verteilt ihn nicht auf anderen Menschen. Dafür sind irgendwo in anderen Ländern Orangen gestorben. Und Menschen, die Lebensmittel verschwenden, sind für mich unterste Schublade. Schäm dich. Hallo, ich muss was beichten. Ich war letztes Wochenende bei einem Kollegen, der Hausparty gemacht hat, da waren drei Mädels, die mich geil fanden. Später, wo wir alle total besoffen waren, habe ich dann nacheinander mit jeder im Bett von meinen Kollegen getrieben und im Nachhinein habe ich erfahren, dass zwei von denen einen Freund und eine Cousine... Was? Junge. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass zwei von denen ein Freund und eine seine Cousine war. Er weiß davon nichts, soll ich es ihm sagen? Sein Bettlaken habe ich aus dem Fenster geworfen und das liegt jetzt irgendwo im Garten. Oh Mann. Naja, also, dass sein Bettlaken plötzlich im Garten liegt, solltest du dem guten Mann dann vielleicht doch mal sagen, denn die Dinger sind bekanntlich winzig und könnten ansonsten leicht übersehen werden. Aber viel interessanter in der Geschichte finde ich dann noch den Plot-Twist, nämlich, dass sich zwei der drei Mädels während des Geschlechtsverkehrs als Männer herausgestellt haben. Aber hey, Love is Love und Loch ist Loch, oder? Aber ob du deinem Kollegen das im Vorfeld sagen solltest, weiß ich nicht. Ich meine, warum solltest du ihm die Überraschung versauen? Lass ihn seine eigenen Erfahrungen machen. Auch mit seiner Cousine. Geschichten aus dem Saarland. Ich, weiblich, hatte vor einigen Jahren auf dem Parkplatz an der Post und wurde erwischt. Er zog sich die Hose runter und wollte mitmachen. Nachdem wir ihm einen Korb gegeben haben, wollte er den Kompromiss erbitten, es wenigstens auf seiner Waschmaschine zu treiben und uns von ihm filmen zu lassen. Na, das klingt doch mal nach einem seriösen Angebot. Und es gibt wirklich weitaus schlechtere Plätze dafür als eine Waschmaschine. Einfach den Schleudergang einschalten und der Rest erledigt sich quasi wie von alleine. Kommen wir jetzt mal zum letzten Anliegen für die heutige Folge. Hallo! Mein Mann pumpt beim Verkehr immer so viel Luft in mich, weiblich 26 rein. Ich muss danach immer ganz dolle pupsen. Er mag es, das Pupsen. Aber gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern bzw. zu minimieren? Naja, also wenn es dich so stört, könntest du zum Beispiel aufhören, dir den Schließmuskel spreizen zu lassen. Aber mal abgesehen davon spiegelt dieser Kommentar hier doch mal wieder schön wider, worum es in einer Ehe heutzutage so geht. Hallo, mein Mann mag etwas. Was kann ich tun, damit ich das nicht mehr mache? Naja, aber immerhin hat er noch Sex. Wenn ich mir die restlichen Kommentare der Seite so durchlese, können viele andere Ehemänner davon scheinbar nur noch träumen. Aber hey, falls ihr sonst noch Ideen habt, wie der Dame geholfen werden könnte, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Haut rein!